Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiheitsliebe Leben. Heute möchte ich ein bisschen was in meiner Wohnung verändern. Und zwar hier an den Wänden und da hinten. Das hier hinten werde ich, glaube ich, komplett abbauen, denn ich habe mir schon was Neues geholt, was dahin soll. Und auch hier, das möchte ich verändern. Ich habe halt hier ein altes Bild hängen, so ein Buddha-Bild. Das habe ich mir gekauft, da war ich 19, glaube ich, mit einer Freundin zusammen. Und ja, dieses Bild, das habe ich halt irgendwie immer noch. Und ich muss sagen, dass ich mich mittlerweile doch sehr darauf abgesehen habe und mich das irgendwie stört, dass hier die ganze Wand halt einfach so frei ist. Ich wusste aber bislang nicht wirklich, was ich dahin machen sollte. Ja, und habe auch versucht, mich hier so ein bisschen DIY kreativmäßig auszuleben. Aber das ist mir echt irgendwie zu unruhig, zu wuselig. Und habe ich erst überlegt, ob ich die Kästen halt weiß lackiere. Möchte ich jetzt allerdings nicht, weil ich die lieber auf dem Balkon benutzen möchte. Und ja, deswegen brauche ich irgendwie was Neues an den Wänden. Und ich werde diese Leinwand neu bemalen. Und ich habe noch eine zweite Leinwand schon gekauft, die ich auch direkt bemalen möchte. Und zwar ist es auch so eine große Leinwand. Tja, und ich bin mal total gespannt, was da jetzt irgendwie bei rumkommt, denn ich habe schon irgendwie Lust auf so minimalistische, abstrakte Kunst. Gucken wir mal, wie das so wird. Als erstes hole ich auf jeden Fall beide Bilder hier in die Küche. So, und dieses auch. So, ab geht's. So. Dann wären wir hier und das sind die beiden Leinwände. Also wirklich einmal so eine schmale, also entweder hoch oder quer, also entweder breit oder hoch. Ich muss mal gucken, wie ich das hinterher aufhänge, wie das am besten wirkt. Ja, und einmal die hier. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wird. Ich hole jetzt erstmal weiße Farbe. Und ich habe hier in meiner DIY-Kiste noch weiße Farbe. Wo haben wir sie denn? Da, genau. Oh, komm herbei. So. Kaffee mild, die Farbe ist wunderbar. Nein, Spaß, die habe ich mir abgefüllt. Das ist alte Wandfarbe einfach. Und damit werde ich jetzt erstmal beginnen. Ich habe ansonsten auch noch mehr Wandfarbe da. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe gerade gesehen, ich habe ja auch noch so ein Pastellrosa und das finde ich auch total toll. Es passt nur einfach irgendwie nicht mehr zu meiner Einrichtung, ne? Finde ich total schade. Ansonsten habe ich hier auch noch Blau. Ich habe Gelb. Gelb könnte ich vielleicht benutzen. Pink brauche ich auch gerade dafür nicht. Ja. Und Schwarz hatte ich hier vorne noch stehen. Es kann sein, dass ich gleich dann nochmal losfahre, noch irgendwie ein paar Farben holen und Pinsel, denn ich habe leider auch sehr wenig Pinsel. Ich habe leider viel zu oft die Pinsel nicht ausgewaschen und musste sie dann leider entsorgen. Das hier ist so mein letzter Pinsel, auf den ich immer sehr, sehr gut aufpasse, weil ich den halt wirklich so auch zum Wändestreichen und so brauche. Deswegen werde ich nachher, glaube ich, nochmal immer mal was besorgen. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt erstmal mit der weißen Farbe anfangen. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt die Grundierung, sage ich jetzt mal, mit der Rolle mache. Ich glaube aber nicht, dass ich das machen werde, sondern mit dem Pinsel, weil das einfach wieder eine andere Struktur halt auf der Leinwand gibt, ne? Als wenn ich das jetzt einfach alles rolle. Thank you.
Wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag. Ich war gestern noch mal los und habe eine zweite Leinwand geholt. Die liegt hier vorne, ich zeige euch das gleich. Die war für nur 2 Euro inseriert und die hat nämlich die exakt gleiche Größe wie die andere Leinwand, die ich hier schon übermalt habe. Und ich habe so eine Idee, was ich machen möchte, was dann irgendwie so aus zwei Leinwänden besteht. Also dass auch die Fläche des Bildes hinterher wesentlich größer ist. Deswegen habe ich das nur abgeholt und ich habe erst gedacht, ich weiß nicht, ob ich die Leinwand mitnehme. Denn als ich da angekommen bin an der Adresse, habe ich auf einmal gesehen, das ist so ein ganz, ganz spookiges, verlassenes Haus gewesen. Und ich dachte schon, ich muss so ein paar Meter weiter wegpacken, weil ich dachte erst so, das kann nicht sein, das ist so bestimmt in die Ecke noch irgendwie ein anderes Haus oder so. Und dann habe ich erstmal einfach irgendwie geparkt und bin dann dahin. Musste dann allerdings erkennen, dass es halt wirklich so dieses verlassene Haus ist, laut Google. Und die Person, die sagte mir schon, irgendwie die Haustür, die findet man so schlecht, ich solle ihr schreiben, wenn ich da bin. Und dann habe ich nur gedacht so, oha, von wem holst du hier eine Leinwand? Möchtest du die Leinwand irgendwie wirklich haben? Ich weiß nicht. Irgendwie, das kam mir alles so ein bisschen suspekt und spooky vor. Und wenn die in diesem verlassenen Haus wohnen, ich gedacht so dann, ich weiß nicht. Aber dann hat sich Gott sei Dank herausgestellt, dass Google da falsch informiert war und es war doch nicht das verlassene Haus. Das war aber allerdings alles so neben so einem kleinen See, der war richtig, richtig schön. Da war ich dann mit meinem Sohn auch noch eben einmal ein paar Minuten und haben Enten geguckt. Die sind noch gar nicht so schnell weggeschwommen. Normalerweise kenne ich das, dass die immer so mega schnell wegschwimmen, aber die von, das ist irgendwie ganz okay, dass wir da waren. So, auch ganz schön. Ja, auf jeden Fall waren wir danach dann noch, nicht bei Porter, ich sag immer die ganze Zeit, ich will zu Porter, es ist nicht Porter, sondern ein Roller, was da ist. Und dann war ich noch da, ich wollte eigentlich auch noch was hier für die Stühle organisieren, das habe ich jetzt allerdings leider nicht gekriegt, da muss ich mal gucken, dass ich die Sachen, die Tage, ich weiß nicht, ob ich das noch vor den Feiertagen jetzt schaffe, aber ansonsten nach den Feiertagen, in einem anderen Laden bekomme. Ist aber auch nicht so schlimm gewesen, denn ich musste ja noch neue Pinsel besorgen, weil mit diesem einen kleinen Pinsel war das echt eine ganz schöne Arbeit. Irgendwann tat mir meine Hand so weh, dass ich gedacht habe, ich glaube, ich hole mir doch echt noch mal größere Pinsel. Außerdem, wenn ich gleich so verschiedene oder nachher so verschiedene Designs darauf machen möchte, ist es vielleicht auch ganz hilfreich, verschiedene große Pinsel zu haben. Jetzt habe ich allerdings nur ein ganz, ganz großes Problem. Das ist die Leinwand, die ich gestern abgeholt habe. Und ihr seht, ich mache auch ein bisschen was mit Struktur und sowas. Ich habe nur ein Problem. Diese Leinwand, die habe ich jetzt gestern zweimal gestrichen. Und gestern Abend hat man das auch nicht mehr so gut gesehen. Also deswegen ist es jetzt auch nicht ganz gleichmäßig. Aber ja, zwei Anstriche und man sieht dieses Ursprungsbild, dieses Löwenbild halt einfach gar nicht mehr. Und jetzt guckt euch mal das andere an. Dieses Bild hier habe ich, glaube ich, 5-mal gestrichen. Leute, 5-mal. Und man sieht hier oben, also es gibt so leichte Ansätze, wo es dann doch deckt. Es ist aber Katastrophe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie vielleicht Ölfarbe ist oder irgendwie was, aber also es drückt sich immer wieder durch und da ist so viel mehr Farbe drauf als da. Und das ist einfach weiß und das ist einfach nur so ein bisschen angeweißt, obwohl ich das 5-mal gestrichen habe. Also das ist Wahnsinn. Deswegen werde ich jetzt gleich nochmal losfahren und nochmal was anderes besorgen, nochmal andere Farbe. Denn ich habe nicht nur das Problem, sondern die Farbe reißt. Ja, leider. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Leinwand vielleicht irgendwie alt ist oder ob sie beweglicher ist. Und Wandfarbe ist natürlich jetzt nicht so geschmeidig wie Acrylfarbe. Hier habe ich das Problem überhaupt gar nicht. Also das alles super, auch bei der anderen Leinwand. Aber hier funktioniert das irgendwie nicht so gut. Deswegen muss ich gleich mal noch andere Farbe besorgen, damit ich hier überhaupt vernünftig vorankomme. Denn die beiden sollen auch hinterher so nebeneinander hängen wahrscheinlich. Ja, und es muss dann halt schon irgendwie gleich aussehen, ne? Tja. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich habe nämlich schon richtig Bock drauf, das zu sehen, wenn das dann hinterher alles hängt und fertig ist. Und deswegen mache ich mich jetzt gleich einfach einmal eben auf zum Laden und hole einfach noch ein paar Sachen, was ich dafür brauche. Und dann geht's weiter. Thank you.
von meiner kleinen Tour und habe einige Sachen eingekauft. Ich hoffe, dass das damit jetzt vernünftig klappt. Und es ist so schön draußen. Also mir persönlich ist es halt echt zu kalt. Aber jeder Ast, jedes Blatt, alles ist so weiß, weil wir hier einfach mitten in so einer Wolke stecken. Ich hatte das gestern schon, als ich zu Roller gefahren bin. Jetzt wollte ich schon wieder Porter sagen, als ich zu Roller gefahren bin. Auf dem Rückweg bin ich halt über so einen Berg drüber gefahren. Und hier das Dorf oder die Stadt liegt halt so in der Kuhle. Und dann konnte ich sehen, dass ich über der Wolkendecke war. Das sah so genial aus. Ich bin oben auf den Berg gefahren und habe halt einfach so diese Wolkenschicht von oben gesehen, weil es hier so neblig war. Also das war wirklich eine fette Wolke. Richtig übel. Es ist jetzt immer noch nebelig. Wobei es jetzt in den letzten Stunden aber ein bisschen klarer geworden ist. Also man kann jetzt weiter als irgendwie 50 Meter gucken. Also ein paar hundert Meter kann man jetzt begucken, aber sehr viel weiter auch nicht. Und dementsprechend hat sich überall an allen Ästen und so das ganze Wasser abgesetzt und ist festgefroren jetzt über Nacht. Und das sieht einfach so, so schön aus. Und die ganze Stadt, ich habe leider nicht alles irgendwie richtig auf die Kamera gekriegt, aber das sind auch so Trauerweiden an dem See, wo ich eben vorbeigefahren bin. Und oh mein Gott, die Trauerweiden sehen so schön aus, weil, wie gesagt, jeder einzelne Ast einfach so weiß ist. Wunder, wunderschön, wunderschön. Geschneit hat sie leider noch nicht, aber mal gucken, vielleicht kommt das auch die Tage. Egal, jetzt werde ich erstmal weitermachen. Ich habe nämlich so ein paar Sachen gekauft, unter anderem die weiße Acrylfarbe, die ich brauche. Dann habe ich aber auch noch silberne mitgenommen. Dann ein Pinsel für die Stühle, da brauche ich einen extra Pinsel für, wenn ich die Stühle lackiere. Kleines Weihnachtsgeschenk für den Hund. Und ja, dann halt nochmal sowas wie Masken, die man braucht und noch eine Mütze. Jetzt werde ich mich aber erstmal wieder hier um die Bilder kümmern und ja, will mal hoffen, dass das Ergebnis dann hinterher besser aussieht als so und dass die Risse halt hinterher weg sind. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Deswegen fange ich jetzt mal direkt an und dann melde ich mich später wieder. Und dann zeige ich euch mal, wie das mit der Acrylfarbe so aussieht. Ich werde echt bekloppt. Ich habe auf das Bild jetzt, ich glaube, die 6. Lage Farbe draufgepackt. Und es deckt immer noch nicht. Es sieht aus wie vorher. Es sieht immer noch aus wie vorher. Da oben die Ecke, die besser deckt. Und hier sieht man das ganze Motiv noch durch. Die habe ich jetzt auch nochmal gestrichen. Die sieht wesentlich besser aus. Jetzt natürlich so ein bisschen nass und so. Ist ganz klar, die muss trocknen. Aber Leute, ich verzweifle. Ich glaube, ich werde jetzt mal einen Föhn holen und werde das mal hier vorne, wo das Gesicht ist auf dem Bild, mal ein bisschen anfühlen und mal gucken, ob das danach ein bisschen besser deckt, weil ich weiß echt nicht mehr weiter. So, einmal für den direkten Vergleich vor dem Föhn und nachher. Tja, ich glaube, da hat sich nicht wirklich was getan. Oh mein Gott, was tue ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Was verdammt nochmal mache ich mit dieser Leinwand? Mir fällt nichts anderes ein, als dass ich den großen Eimer weiße Farbe hole. Und wenn es nötig ist, auch 20 Lagen da drauf mache. Keine Ahnung. Wahnsinn. Also, dass es schlecht deckt, okay. Aber das habe ich echt nicht erwartet. Und ich hätte jetzt gerade von Acrylfarbe gedacht, weil die eigentlich wesentlich besser deckt als normale Wandfarbe, dass sich da was ändert. Aber nein! Und die erste Tube Acrylfarbe ist ungefähr 3/4 leer jetzt nach den beiden Bildern, weil ich beide damit angepinselt habe. Ich habe zwar noch eine zweite, aber für weitere 5 Lagen reicht das eh nicht. Deswegen werde ich jetzt doch wieder mit Wandfarbe weitermachen. Heute ist Tag 3 des DIY-Projekts bereits und ich habe gestern tatsächlich noch, Gott sei Dank, endlich eine Lösung gefunden, wie die Farbe auf beiden Bildern deckt. Und ich freue mich so, dass ich jetzt heute so richtig mit der Gestaltung loslegen kann, weil der Hintergrund, der sieht zwar jetzt doch anders aus, als ich eigentlich wollte, aber ich glaube, mir gefällt es so viel besser. Der Hintergrund ist jetzt nicht mehr weiß, wie ihr sehen könnt, sondern grau. Und zwar, also ist das jetzt auch das Bild, wo man vorher immer noch diesen Buddha-Kopf gesehen hat. Und man sieht jetzt wirklich gar nichts mehr. Es ist so, so toll geworden. Das ist die gleiche Farbe wie die graue Wandfarbe. Und zwar ist das Platin von Poco.
Das hat super, super, super funktioniert. Die beiden Leinwände sehen jetzt richtig toll aus. Und ich finde auch, dass die Struktur jetzt so cool aussieht, weil das einfach so ein bisschen mehr irgendwie nach Stein oder Putz oder so aussieht. Ich weiß nicht. Ich finde es auf jeden Fall echt richtig, richtig cool. Und ich bin so zufrieden, dass das jetzt auf beiden Leinwänden so schön gleichmäßig aussieht. Und das heißt, ich kann mit der richtigen Gestaltung loslegen. Und darauf freue ich mich schon richtig. Ich bin mega gespannt. Ich habe eben schon ein bisschen auf Pinterest mir so ein paar Inspirationen gesucht. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie so aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt, weil das Ding ist ja, mit dem Pinsel zu malen ist nochmal wieder was ganz, ganz anderes als irgendwie am Computer. Und normalerweise auch meine T-Shirt-Designs und so, die ich halt mache, die mache ich halt am Computer. Und am Computer ist es so viel einfacher. Du kannst immer wieder einfach wegradieren und wieder neu und wieder wegradieren und so. Und es ist halt einfach was ganz anderes als so mit Farbe direkt auf Leinwand zu malen, aber es macht so, so viel Spaß. Und mal gucken, ich habe so ein paar Designs gefunden, die ich ganz schön finde, aber das muss ich verändern und kombinieren irgendwie, denn in meiner Vorstellung sieht das noch ein bisschen oder ganz anders aus als das, was ich gefunden habe. Sowas, was ich wirklich explizit haben möchte, habe ich jetzt gar nicht gefunden. Deswegen wird es jetzt heute echt spannend, wie das so mit den Designs wird. Ob das alles wirklich so hinterher gut aussieht, wie ich das vorhabe. Mal gucken. Weihnachten, meine Lieben. Heute ist Heiligabend und ich bin endlich fertig mit den Bildern. Hier so ein kleiner Sneak Peek. Wir hängen die jetzt mal zusammen auf. Ich habe die vorgestern schon einmal aufgehängt. Und ich muss sagen, ich habe mich dazu entschlossen, die doch nicht so aufzuhängen, wie ich es eigentlich vorhatte. Und ich hatte mich noch dazu entschlossen, mir noch was anderes zu besorgen und die noch ein bisschen umzuarbeiten. Das erzähle ich euch auch gleich, wenn ich euch die richtig zeige. Und ich bin jetzt richtig gespannt und ich bin richtig froh, dass ich damit endlich fertig bin. Also ich habe jetzt die zwei großen Leinwände bearbeitet. Die eine dünne, kleine, die werde ich irgendwann nach Weihnachten, denke ich, bearbeiten. Dazu bin ich jetzt nicht mehr gekommen, aber die beiden großen sind fertig und ich finde, sie sind richtig schön geworden. Also mir persönlich gefallen sie richtig, richtig gut. Also ich habe beschlossen, dass ich die Leinwände nicht beide ins Wohnzimmer hänge. Und das hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Ich habe das gestern schon ausprobiert, beziehungsweise vorgestern. Und muss echt sagen, dass beide Bilder nebeneinander hier wirklich zu unruhig wirken. Einfach dadurch, dass ich ja auch so ein bisschen abstrakte Kunst mit reingebracht habe. Und ich muss sagen, so als das Ganze so auf dem Tisch lag, sah das nicht so extrem aus. Es wäre vielleicht praktischer gewesen, wenn ich so eine Staffelei oder zwei Staffeleien nebeneinander gehabt hätte, dass ich das so ein bisschen von der Ferne auch hätte betrachten können.
Ist aber nicht so schlimm, weil die Leinwände an sich, die sind ja groß und dann hänge ich hier halt nur eins auf und das andere, dafür habe ich auch schon einen richtig guten Platz gefunden. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Darf ich vorstellen, Numero Uno in Gold, ein Sonnenuntergang über dem Meer. Und ich finde es einfach wunderbar. Ich finde, es ist so schön geworden, also im Gegensatz zu vorher mit diesen Kästen, die ich da hängen hatte und so. Das hat mir einfach gar nicht mehr gefallen. Und das hier, das mag ich richtig, richtig gerne. Ich habe das Silber auch eingearbeitet, was ich geholt habe. Und ich hatte erst vor, hier die Sonne auch silber zu machen, aber dann wäre sie farblich sehr untergegangen. Und deswegen hatte ich sie erst weiß gelassen. Und dann hing das hier so an der Wand. Und ich habe gedacht, da fehlt was. Irgendwas fehlt da. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich die silberne Farbe halt eben auch in Gold gesehen habe. Also, dass es die auch in Gold gab. Und dann musste ich mir die unbedingt holen. Und ich finde, sie ist so schön geworden. Die schimmert wirklich richtig. Und ja, mir gefällt das richtig gut. Also wirklich richtig mit Struktur und ja, mit abstrakten Zeichnungen drauf und so. Und ich finde es richtig toll. Nur ich muss sagen, beide Bilder nebeneinander wären mir einfach deswegen, weil halt so diese abstrakten Zeichnungen mit drauf sind, echt zu unruhig. Bei dem zweiten Bild muss ich sagen, dass ich das Grundmotiv gestern sogar nochmal eigentlich von Grund auf geändert habe. Denn das hat mir dann doch nicht so gefallen, wie ich eigentlich dachte. Ach, hier ist ein bisschen mehr Licht. Ihr habt mit Sicherheit gesehen, dass ich auch erst so einen Halbmond gemacht habe. Oder beziehungsweise eine Sichel, kein Halbmond. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das dann an der Wand hängen hatte und gemerkt habe, dass dieses Motiv mir doch nicht so sehr gefällt. Eigentlich wollte ich unbedingt einen Mond haben, weil ich halt eben auch so Verbindung zu Spiritualität habe und der Mond für mich halt auch sehr, sehr viel Spiritualität zum Beispiel symbolisiert und deswegen wollte ich den Mond haben, aber diese Sichel hat sich einfach nicht danach angefühlt. Deswegen habe ich das ganze Motiv nochmal geändert gestern und ja, habe auch nicht mehr mit Weiß, sondern mit Gold gearbeitet. Tja, und dabei ist was rausgekommen, was ich jetzt halt auch echt fühle. Auf diesem Bild sieht man jetzt eben keine Mondsichel mehr, sondern einen Vollmond. Ich habe mich da auch für Gold entschieden. Mein Sohn zum Beispiel, der war dafür, dass ich das Silber mache. Silber habe ich ja auch mit im Bild, aber da wäre der Mond wirklich sehr, sehr verschwunden wieder. Man sieht zwar hier so diesen farblichen Unterschied, aber ich liebe einfach diesen Kontrast mit dem Gold. Und deswegen ist halt auch so dieses Bild echt richtig schön geworden und ich muss wirklich sagen, dass ich das hier im Schlafzimmer so schön finde. Also es wirkt noch sehr, sehr viel schöner und passender und gemütlicher und so, als man das jetzt so auf dem Video sieht. Aber ich liebe eben auch einfach so diese goldene Farbe und diese Struktur, die ich damit hingekriegt habe. Also ja, ich bin wirklich froh, dass ich das Projekt gemacht habe. Ja, die Leinwände sind auf jeden Fall nicht mehr wiederzuerkennen und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Die ersten Leinwände, die ich bemalt habe, das habe ich schon in meiner Jugend gemacht, aber ich habe es jetzt wirklich mehrere Jahre nicht mehr gemacht und es hat mir einfach echt mega Spaß gemacht. Und gerade einfach so, dass die Leinwände beide grau sind, genauso wie die Wand, finde ich super, super toll. Ich habe auch da hinten an der weißen Wand das Mondbild aufgehangen und ich muss sagen, ich fand es nicht so toll, weil dieser Effekt, dass der Hintergrund halt die gleiche Farbe hat wie die Wand, ja, gibt den Bildern halt einfach irgendwie nochmal so einen ganz besonderen Flair. Also vielleicht inspiriert euch das, irgendwie alte Leinwände nicht direkt wegzuschmeißen oder sowas oder vielleicht von anderen Menschen alte Leinwände zu retten und vielleicht selber zu gestalten, denn das macht nicht nur unheimlich viel Spaß. Es ist natürlich auch nachhaltiger und es ist halt einfach so ein Unikat, was ganz Besonderes und nichts, was ihr irgendwo einfach von der Stange kauft und was vielleicht irgendwie tausende andere Menschen auch in der Wohnung hängen haben. Ja, mal gucken. Als nächstes ist dann diese Leinwand dran. Die habe ich da schon einmal hingehängt, weil ich wissen wollte, wie das mit der Größe und so ist. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit der Leinwand mache. Ich werde es euch allerdings auf jeden Fall zeigen. Bedeutet, abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Über einen Daumen nach oben freue ich mich immer sehr und das zeigt dem Algorithmus, dass ihr die Videos mögt und werden meine Videos besser angezeigt. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, macht ihr solche Projekte auch gerne? Habt ihr auch irgendwie so selbstgemalte Bilder in eurer Wohnung hängen?
Oder was für DIYs macht ihr gerne? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich von euch lesen darf. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz wundervolle Weihnachten. Ich freue mich auch total, heute am Heiligen Abend sind wir abends nicht zu Hause, morgen früh aber schon. Wir machen so dieses ganz normale Heiligabend und wir machen aber auch dieses amerikanische Weihnachten. Und ja, dann darf mein Sohn morgen früh, wenn er aufwacht, seine ganzen Geschenke auspacken. Da freue ich mich immer mega drauf. Ich liebe das. Und dann geht es ab Sonntag weiter hier auf dem Kanal mit den neuen Upload-Tagen. Ab jetzt immer sonntags bis donnerstags neue Videos. Ich habe es euch in dem letzten Video von gestern, also vom 23. Dezember, erzählt, wie, warum und was da irgendwie überhaupt passiert ist. Warum Vlogmas für mich jetzt echt irgendwie so besonders war und was mir das gegeben hat und so. Schaut euch das Video auf jeden Fall gerne nochmal an. Und ansonsten habt erstmal ganz, ganz wundervolle Weihnachten. Genießt es, habt eine schöne Zeit mit euren Lieben und dann sehen wir uns übermorgen am zweiten Weihnachtstag wieder. Bis dann, ciao!